nicht farbig im Normalfall. Das sind Sprechblasen, Menschen und so weiter. Und es ist eigentlich im Regelfall relativ leicht zu unterscheiden von einer DVD. Für die, die sich immer noch nicht merken können, in der DVD kann man sein Spiegelbild sehen. Oh, das Mikro mag ich nicht. Der Lautsprecher, gehen wir mal darüber. Ich habe Angst. Also, hier sieht man sein Spiegelbild und hier in der Regel nicht, außer man kennt den Zeichner und der mag einen nicht oder mag einen. Okay, wieder wegpacken. So, Vorurteile zu Anime und Manga. Wem fällt ein Vorurteil ein? Genau, genau. Genau das habe ich auch vorbereitet. Sehr gut. Wer war das? Oh, das war schon. Okay, zeig mal mein Blatt. So, meine schlauen Blätter. Nein, das ist es nicht. Ja, genau. Und zwar würde man im Lexikon nachschauen, unter Anime und Manga würde da bestimmt stehen, Anime und Manga, japanische Zeichentrickfilme. Und dann würde im Fall stehen, Anmerkung, alle japanischen Zeichentrickfilme enden auf Mon oder Ball. Nachgeschaut im Lexikon, das könnt ihr natürlich auch alle machen, wenn ihr das habt, was ich habe. Und zwar, Mon Endsilbe von 66% aller japanischen Zeichentrickserien. Nämlich Pokémon und Digimon. Und Ball, Endsilbe von 33% aller Anime- und Manga-Serien. Nämlich Dragon Ball, ist ja klar. Das heißt ja nicht Sailor Moon, sondern Sailor Moon. Offenbar ein kleiner Druckfehler beim Herstellen des Lexikons. So, und dann wären wir eigentlich schon mit dem ersten Teil fertig. Jetzt sind wir zu langsam um. Ich habe wieder zu knapp tabuliert. Okay, also das habe ich schon einmal gemacht, deswegen ist es ein Notfallprogramm. Aber viele werden es nicht kennen, denke ich mal. Und zwar hat jemand schon einmal das hier gesehen? Kann natürlich kein Mensch lesen. Sieht das jemand von euch vorhin? Brüll mal laut, was da steht. Da steht Vegeta Gewürzmischung. Schon zahlreiche Vegeta-Fans. Mit Vegeta schmeckt's besser, steht hier. Mit Vegeta schmeckt's besser, lasst dir das Leben schmecken. Also das habe ich in Berlin, war ich in einem Supermarkt und dann kam die Frau, möchten Sie ein Päckchen Vegeta? Und ich meinte, nein, nein, danke, ich möchte kein Päckchen. Wie haben Sie gesagt? Vegeta, die neue Gewürzmischung. Ich schaue sie an und sie meinen nicht Vegeta, sondern irgendwas anderes, stimmt's? Nein, nein, Vegeta. Ich gucke. Und dann steht da wirklich Vegeta, sogar richtig geschrieben. Ja, dann habe ich mir so eine Vegeta-Gewürzmischung geholt. Ich habe sie leider nicht ausprobiert, sondern irgendeinem aus dem Publikum geschenkt. Ist er vielleicht da und kann sagen, wie es geschmeckt hat? Ja, irgendwelche andere Leute kennen es. Und wie schmeckt es? Gut. Eine überzeugende Bewertung gemacht. Gutes Wort. Okay, ja, ich lese euch mal den vor. Zum Beispiel hier, so einfach ist das. Mit Vegeta würzen und genießen. Denn Vegeta, die natürliche Würzmischung aus Gemüse, wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen, betont den Eigengeschmack ihrer Speisen und zaubert so pure Lebensfreude auf den Tisch. Was auch immer man sich darunter vorstellen soll. Vielleicht springt Vegeta auf den Tisch, schießt Kamera und alle Richtungen.
oh, wir müssen schon wieder. Also dann noch die Korrektur. Also Vegeta springt auf den Tisch, schießt Final Flash. Das macht. Das kenne ich aus dem Computerspiel. Ja, ja. Okay, okay, wir müssen dann. Tschüss. Aus. Wir zwei. Allein.
denn da? Willst du so etwa mit tanzen? Du kannst doch nicht mal morgen auf dem Essen. Nee, also so geht das nicht. Warum denn? Ja, du versaust uns alles. Darf ich trotzdem mit tanzen? Na gut, aber du tanzt hier nicht mit. Mit Tomo? Ja, Tomo. Thank you.
verschwinde. Ach, der Job ist auch immer, das ist immer gemacht. Ja, ihr alle liebt den Ritter des Mondlichts, oder? Thank you.
Thank you.
wir singen, beziehungsweise was Gelbes singen, und es kommt was Gelbes. Und ich meine, es hat nicht so gut gesungen wie du, weil ich weiß ja, wie du singen kannst. Du hattest wahrscheinlich einfach nur keine Lust. Du wolltest dringend eine Pause haben, oder? Weißt du, wenn wir hier alles bestimmen können und du eine Pause brauchst, warum machen wir uns denn nicht einfach eine Kaffeepause gerade? Und wir laden uns Gäste ein. Ich weiß auch, wir hatten da irgendwelche. Nansen ist stolz darauf, Gäste Romans Kakune zu präsentieren. Dankeschön an Nansen, dass sie es uns ermöglicht haben, dieses Projekt hier aufzuführen.
Und wenn ihr unseren lustigen Sailor Moon-Kostüm wiedersehen möchtet, dann solltet ihr am Sonntag von 11 Uhr bis 12.45 Uhr wieder hierher in den großen Saal kommen und euch das neue Stück von Duma angucken. Dankeschön! Weil ich den Kaffee kochen musste. Ich schlage dir vor, wir machen was viel, viel cooleres für beide. Okay, singen nicht, Kaffee kochen ist langweilig, wir tanzen einfach, das machen wir eh so alle. Was hältst du davon? Und weil du so cool bist, denke ich, passt es für dich genau das wie wenn du Projekt. Was hältst du davon? Einfach klar, wir beiden. Du und ich und du willst tanzen? Ihr nicht? Okay.
Und die Öffnung beginnt nach. Was? Und zwar, Bernd wird uns jetzt vollkommen freiwillig, du sagst,